Jetzt möchte ich noch einen Sänger aus Oldenburg hier nach vorne holen. Und einmal einen Applaus für Sinneswandel. Danke sehr. Ich finde das voll cool, dass wir heute alle hier sind. Auch wenn das nicht so viele sind, aber jede Stimme zählt. Ich bin auch total aufgeregt und ich rede auch nicht so viel. Ich versuche das lieber ein bisschen mit der Musik rüberzubringen. Ja, dann könnte es jetzt auch eigentlich schon losgehen. Verlieren an Sonnengeflutete Zeiten, die jeden akzeptieren. Egal welcher Herkunft, welcher Farbe, in der U-Bahn sind wir gleich. Wir reisen Richtung Aufgabe, Aufgabe, Aufstand. Gegen große Hebeldrücker, gegen kriminelle Mächte, gegen Tyrannen und Unterdrücker. Korrupte Politik und den Handel mit Feuerwaffen. Deutschland Exportprinz, im Verzeih von Machenschaften. Hier wird jeder Krieg erschaffen, weil Ölfelder heilig sind. Geld zu viel zu sagen hat und alles andere nicht stimmt. Menschenleben ziehen hier nichts, wie Kinder mit Mathe Schwäche. Jeder ist sich selbst der nächste egoistische Verbrechen, Bomben schreien auf, Kinder machen Pfeifgeräusche, Soldaten marschieren, Stiefel stampfen über tote Leute, Panzer bewegen sich, der Boden vibriert, diese Geräusche müssen schrecklich sein und ich bin schockiert. Leichen werden weggeräumt und dann kommen sie wieder. Die Vorstellung Frieden durch Krieg ist mir einfach viel zu bieder. Kinderherzen träumen von einem gemütlichen Zuhause, von einer warmen Mahlzeit, von jener frischen Traube, von Eltern, die behüten, von starken Händen, die helfen, von traumhaften Welten, von Fabelwesen und Elfen. Doch die Traumnase verpufft, wenn Kugeln durchrasen, Häuser explodieren oder Leben in Minenfelder tragen, Eltern nur noch Geister sind und es Familien nicht gibt. Blut die Straßen ziert und der Klang von toter Musik, wenn keine Bäume wachsen und Schlangen Äpfel essen, wenn der Mond anfängt zu brennen und Kinder lachen vergessen, zu anderen Mitteln greifen, zum Maschinengewehr, um Liebe umzuwandeln in ein hassgetränktes Meer. Was sind das für Bräuche in einer Welt der Einigkeit? Die Wirtschaft boomt und die Geldpeitsche knallt. Verdammt, ja, ist reich, wo sind Prinzipien geblieben? Man sollte sich schätzen und achten und andere lieben. Verdammt, ja, ist reich, Geld kann man ausdrucken, Lebensforce boosten, aber auch nicht wieder ausspucken. Und was mit den armen Ländern, wo werden sie enden? Da wo auch das Geld landet, in längst überfüllten Händen, Robin Hood Style. Wir überfallen alle Großbanken, verschicken das Geld, bevor die Spekulanten wieder losrannten. Bauen Schule, Häuser, große Gärten für Kräuter, lassen Hoffnungssterne funkeln, denn wir sind die Deutsche. Auch wenn der letzte Atemzug das Leben beendet, können wir sicher sein, wir lebten, wir schrien und wir kämpften. Wir sind die Stimme, die die Trommelwirbel anpeitscht. Wir sind freie Gäste mit Herz und Dirigenten der Zeit. Lass uns springen, lass uns fallen, lass uns fliegen, lass uns los, lass uns atmen, lass uns schreien, lass uns siegen, macht uns groß, lass den Gott doch mal oben sagen, ey, hier sind wir, wir stehen immer montags hier, Teil eines Wirs, wir sind das hier, Prinzip und ich bin jetzt raus, deswegen ist es an der Zeit, dass ich den Füßer brauch, aber egal, der Wert, wie das so lang da war, ja, ist fertig, weiß, ja, dankeschön. Ich habe nie einen Refrain irgendwie, deswegen versuche ich das immer einfach mal durchzumachen. Das heißt, hier kommt noch ein Track, der ist Generation Mensch. Das ist alles ein bisschen reingespielt. Versuche das mal wiederzugeben, obwohl meine Lunge heute nicht mehr das die beste ist, weil ich zu viel geraucht habe. Ja, gut. Stimmt, hast recht. Aus dem Fluss der Existenz, er weiß, wie man jagt, ausbeutet und kämpft. Generation Mensch, er weiß, was kostbar ist. Generation Mensch, er weiß, was Opfer sind. Generation Mensch, er spürt, was Friede ist. Generation Mensch, er weiß, was Liebe ist. Wir müssen endlich aufwachen aus der Schlaflosigkeit. Wir müssen aufpassen, dass jener rote Faden nicht reißt. Wir müssen rauslassen, dass Liebe unser Leben kennt. Wir müssen noch sprechen, dass Friede unser Leben kennt. Wir müssen im Horizont der Sehnsucht Zärtlichkeiten lassen, Gefühle zu lassen und lernen, auf sie zu achten. Nicht an Macht ergötzen, nur